Jetzt als nächstes kommt der Herr Trost und der wird uns einen ganz spannenden Überraschungsvortrag präsentieren. Ja, vielen Dank. Willkommen zum Vortrag mit dem Thema Lassen Sie sich hacken. In den nächsten 15 Minuten geht es prinzipiell um Pessimismus, um Optimismus, um Geld und um das Risiko, genau dieses auch zu verlieren. Mein Name ist Rüdiger Trost, ich komme von der Firma F-Secure und der Stand ist hier mitten in der Halle. Schwarz, Weiß, Rot, können Sie sich empfehlen. Kommen Sie zu uns, reden Sie mit uns über die Lösung, über den Vortrag, trinken Sie ein Smoothie mit uns, kommen, besuchen Sie uns einfach mal. Wir kümmern uns um Cybersecurity im weitesten Sinne. In dieser Viertelstunde, wo wir jetzt hier zusammensitzen, passiert noch viel mehr. Also wir sehen in diesen 15 Minuten über 24.000 Angriffe auf unsere Honeypots, auf unsere Systeme im Internet, die einfach Angriffe anziehen. In unserem Antivirenlabor werden über 5.000 neue AV-Samples analysiert. Wenn ich diese Zahlen sehe, in 15 Minuten, dann muss ich sagen, da hat man schon eigentlich keinen Bock mehr. Ja? Dann ist dieses ganze IT-Security schon mal erstmal so ja, blöd. Und das ist auch die Grundhaltung von vielen Administratoren, wenn sie um IT-Security kümmern, ist erstmal alles negativ, erstmal sehr pessimistisch. Weil unsere Denkweise ist natürlich immer, dass wir sagen, das ist total unfair. Ich mache mir alles, meine ganze Security, und muss immer up-to-date sein. Der Angreifer muss nur ein einziges Mal richtig liegen, um mich quasi als den Verlierer dastehen zu lassen. Wir reden da von dem Defender-Dilemma. Aber die Frage, ist das überhaupt so? Stimmt das denn? Sie sind IT-Administrator und Sie haben eine Firewall, die Sie betreiben. Sie haben eine Intrusion Detection, Sie haben einen Spam-Filter, eine Endpoint Protection, eine Verschlüsselung, ein SIEM-System, whatever. Und diese Schutzmaßnahmen, die wir betreiben, das sind ja keine Silos, sondern die funktionieren natürlich alle gemeinsam, in Reihe. Das heißt, der Angreifer, der kommt, der muss all diese Schutzmaßnahmen überspringen, um sich in Ihr Netzwerk einzulisten. Außerdem kommt dazu, der kommt zu Ihnen nach Hause, Sie haben ja das Heimrecht, Sie stellen die Regeln auf, Sie können definieren, wie leicht oder wie schwer hat das denn überhaupt. Und der Angreifer kann einen erfolgreichen Angriff nur dann erfolgreich nennen, wenn er sich länger im Netzwerk einlistet. Wenn er einmal reinkommt, kurz auf ein System ist, entdeckt wird, rausfliegt, ist das für ihn kein Gewinn. Und da reden wir von dem Attacker-Dilemma, weil er ist erfolgreich, wenn er lange im Netzwerk bleibt. Und das ist Ihre Aufgabe sozusagen, den möglichst früh zu erkennen und rauszuschmeißen. Ist also gar nicht so einfach für den Angreifer. Das heißt, wenn Sie jetzt nach der Viertelstunde hier weggehen und unseren Stand besuchen, dann bitte mit einem Lächeln kommen, weil es alles gar nicht so schlimm. Wir sehen bei F-Secure diese ganze Cybersecurity-Thematik auf verschiedenen Ebenen, in verschiedenen Bereichen. Wenn wir zum Beispiel sagen, okay, eine Klasse Endpoint Protection, die liegt in diesem Bereich Prävention und Erkennung von Schadcode. Jetzt ist aber die Frage, was können wir denn noch machen, um quasi den ein bisschen vorzubeugen, also in diesem Prediction-Bereich. Da haben wir einen Service mit dem Namen Red Teaming und was es ist, zeige ich jetzt in einem kurzen Video. Reißt euch zusammen. Haben Sie kurz Zeit? Was gibt's? Ich habe Details zu dem Angriff. Wie schlimm ist es? Ziemlich schlimm. Das waren Profis. Wie sind Sie reingekommen? Auf so ziemlich jedem Weg, den es gibt. Zum Beispiel mit Phishing-E-Mails. Sie sind gleich beim ersten Versuch an Jessicas und Dons Passwort herangekommen. Clark und Christina waren als Nächste dran. Sie kamen an 60% unserer Mitarbeiter ran. Zu ihrer Verteidigung muss man sagen, dass die Phishing-Website wirklich echt aussah. Das ist nicht gut. Das war noch nicht alles. Letzten Dienstag haben sie unser Gebäude ausgespäht. Sie fuhren herum und suchten WLAN-Zugangspunkte. Und dann sind sie einfach reinmarschiert. Sie klonten einen Mitarbeiterausweis und kamen irgendwie an einen Zugangscode heran. Der Rest war einfach. Sie installierten in einem Konferenzraum einen nicht autorisierten WLAN-Zugangspunkt. Dann brachen sie in den Serverraum ein und installierten einen Sniffer im Netzwerk. Sie brachten sogar Keylogger an den PCs der Leute an. Das ist ein Gerät, mit dem man alles aufzeichnen kann, was unsere Angestellten über die Tastatur eingeben. So gelangten sie an Benutzernamen, Passwörter. Meine Güte, verdammt! Sie verwanzten außerdem drei Konferenzräume. Da ist auch eine Wanze drin. Also gut, wie groß ist der Schaden? Sie haben Zugang zu 2000 Kundenkonten. Okay. Zugriff auf Protokolle der Vorstandssitzungen, den Server der Personalabteilung. Und sie hackten sich sogar an unsere Social-Media-Accounts. Weil das Passwort war Passwort. So ein Mist. Ich sagte ja schon, das waren Profis.
Tja, zum Glück haben Sie für uns gearbeitet. Zusammengefasst also geht es um einen Alles-ist-möglich-Test gegen Ihre Sicherheit, gegen Ihr Unternehmen. Ich sage bewusst nicht gegen das Netzwerk, weil wir deutlich mehr machen als das. Das ist alles ist möglich, jetzt in dem Sinne alles, was rechtlich und ethisch vertretbar ist. Also wir werden keine Mitarbeiter entführen und irgendwelche Passwörter rauspressen oder sowas. Da ziehen wir dann schon eine Grenze, aber wir machen sehr viel. Sie können uns ein bestimmtes Ziel geben. Sie können sagen, okay, versucht mal, ob ihr zum Beispiel auf die Mailbox vom Chef zugreifen könnt oder ob ihr auf diese Kundendatenbank, ob ihr diese Kundendatenbank stehlen könnt. Man kann es als Auftrag definieren. Und dann kann man wählen, wie weit wir gehen können, welche Module man machen soll. Das Ganze beginnt oft mit so einer Open Source Intelligence. Das heißt, wir versuchen erstmal alle möglichen Informationen über Ihr Unternehmen zu bekommen, um möglichst eine zielgerichtete Angriffsmethode auszuwählen. Das beinhaltet natürlich viel Google-Recherche letzten Endes, aber auch Sachen wie die Blaupausen vom Gebäude bekommen, um zu wissen, wo kann man denn gegebenenfalls auch physikalisch eingreifen oder einbrechen. Das ist ein wichtiger Punkt, also wir machen das Ganze nicht nur von außen, sondern wir kommen auch zu Ihnen vor Ort. Also wir kommen in die Unternehmen und schauen uns das an. Wir lernen quasi, wie sie arbeiten, wer die Leute dort sind. Wir rufen sie an, also wir rufen alle Telefonnummern an, die wir finden können und machen uns eine Map, wer da antwortet, damit wir die Namen lernen, was man dann letzten Endes wieder schön für eine Social Engineering-Attacke verwenden kann. Das ist sehr gemein, wir kommen zu Ihren Vorstellungsgesprächen, um sozusagen den Personal ein bisschen auszuforschen. Eine sehr, sehr gute Quelle für Informationen, denn wenn Sie einen Bewerber haben, dem müssen Sie auch ein paar Informationen mitgeben über das Unternehmen, über das Produkt, über Ihr, gegebenenfalls auch über Ihr Netzwerk, wenn der in der IT-Abteilung anfangen soll. Und über diese Methoden bekommen wir sehr viele Informationen, die wir letzten Endes wieder ausnutzen können als Angriffsmethode. Es fängt oft sogar an mit einer ganz normalen E-Mail an die Infoadresse, die wir aber fragen, hey, gibt es irgendwelche offenen Positionen im Unternehmen? Warum machen wir das? Weil wir mit ziemlicher Sicherheit eine E-Mail zurückbekommen von der Personalabteilung, von einem Ansprechpartner, der uns auf eine Seite, auf eine Webseite verweist. Wir wissen aber in dem Moment dann schon, wer ist denn der Ansprechpartner der Personalabteilung für genau diesen Punkt oder für diese Thematik. Und wir sehen, wie die E-Mails aufgebaut sind, wie die Signatur aussieht. Die Personalabteilung hält sich natürlich extrem an die Corporate Identity. Das heißt, wir können unsere Phishing-E-Mails dann dementsprechend genau so bauen, weil wir haben jetzt ein sehr schönes Template. Es ist gemein, aber effektiv. Wir kommen auch zu Ihren Events, wir kommen zu Ihren Partys, wir versuchen eben sozusagen möglichst viel rauszufinden, wie das Unternehmen arbeitet, wie die Kollegen miteinander interagieren, um das Ganze als Information nachher auszunutzen, um mehr Informationen aus den Leuten herauszubekommen. Klassisches Dumpster-Diving ist jetzt wahrscheinlich nicht die tollste Aufgabe, aber wir suchen den Müll nach Produktbezeichnungen, nach Passwörtern, nach Benutzernamen, um das nachher wieder auszunutzen. Wir machen ein Screening von Social Media Accounts, also Accounts des Unternehmens, aber auch Accounts der Mitarbeiter, mit dem Ziel, so ein Foto zu sehen, so ein Posting zu sehen. Also hier hat der Admin gepostet, ja, Montagmorgen erstmal einen schönen Kaffee und dann geht die Arbeit los. Im Hintergrund, Sie sehen es schon gehighlightet, auf dem Screenshot sehen wir, welche Programme werden eingesetzt im Unternehmen. Das ist jetzt in dem Fall relativ langweilig, weil Standard-Tools, aber wir wissen jetzt zum Beispiel, okay, wir können jetzt gegebenenfalls mit einer Firefox oder mit einer Opera Exploit hier arbeiten, um das Unternehmen zu knacken. Natürlich, ich habe gesagt, unser Ziel ist beispielsweise Zugriff oder eine Datenbank, eine Kundendatenbank zu stehlen. Wenn es jetzt einfacher ist, einfach die Tür einzutreten, aus dem Serverraum diesen Server rauszuschrauben, dann machen wir eben das, wenn Sie das beauftragen, wenn Sie das testen möchten. Und dieser Test dieser physikalischen Sicherheit offenbart oft Prozessmissstände. Das heißt also, redet die physikalische Security mit dem IT-Admin, wenn sich jemand im Büro aufgehalten hat beispielsweise. Das testen wir eben nicht, indem wir als so verkleidet zum Unternehmen gehen, sondern wir haben eine Möglichkeit gefunden, uns komplett unsichtbar zu machen. Eine weltweit einmalige Technologie, wir sind komplett unsichtbar. Sie werden uns nicht erkennen, denn wir sind verkleidet zum Beispiel so. Und Sie können das ja vielleicht mal überlegen, wenn jetzt zu Ihnen ins Büro einer kommt, mit einer Leiter auf der Schulter, mit einer Warnweste an und sagt, ja, ich bin hier beauftragt, ich soll die Rauchmelder kontrollieren.
Gründen aufhalten. Ja, der kann sich normalerweise frei bewegen. Da kommt keiner auf die Idee, dass der was Böses im Schilde führt. Und warum machen wir das? Warum wollen wir ins Netzwerk rein? Weil unser Ziel ist, wir möchten einen Remote Access installieren. Remote Access in der Form, dass wir zum Beispiel sagen, okay, wir installieren hier einen kleinen PC mit einem GSM-Modul, dass wir uns einwählen können und sind schon an der Perimeter-Firewall vorbei. Wir sind schon in dem Moment im internen Netzwerk. Das schaut zum Beispiel so aus, also das ist jetzt in dem Fall eine Steckdosenleiste, in dem ein paar Raspberry Pis oder sowas eingebaut sind, die letzten Endes eine WLAN, Bluetooth und GSM-Schnittstelle bieten, dass wir uns einwählen können. Diese Steckdosenleiste ist mit dem internen Netzwerk verbunden und als solche relativ schwer zu erkennen, als Spionagetool letzten Endes. Es gibt da noch weitere Möglichkeiten, noch weitere Beispiele, die noch viel kleiner sind und viel unauffälliger. Es ist normalerweise relativ unwahrscheinlich, dass man sowas erkennt. Zusätzlich dazu machen wir auch ein klassisches Scannen der Wireless-Netzwerke. Gibt es ein unverschlüsseltes Netzwerk? Gibt es die Möglichkeit, hierüber abzugreifen? Ganz klar. Wir machen natürlich auch den klassischen Pentest auf das Netzwerk von außen, dass wir sagen, okay, gibt es irgendwelche Sicherheitslücken, mit denen man einsteigen kann und die Daten exfiltrieren kann. Wir versuchen eine Phishing-Attacke zu stricken für Sie, ist auch in der Regel erfolgreich. Im Übrigen, wenn wir so ein Ziel gesetzt bekommen, hier Zugriff auf die Kundendaten oder sonst was, die Erfolgsrate ist 100%. Man kommt immer zum Ziel, die Frage ist, wie viel Aufwand muss man betreiben und wie gut ist die Security im Vorfeld schon. Ein wichtiges Thema ist auch Datenexfiltration, weil der Zugriff auf die Datenbank ist ein Thema, aber die Frage ist, kann ich diese Datenbank raustransferieren und kriege ich das mit oder kriege ich es nicht mit? Da gibt es auch sehr, sehr interessante Methoden, Daten zu exfiltrieren. Also kommen Sie zu unserem Stand, ich erkläre Ihnen da gerne ein paar Sachen zu, an die man vielleicht an der Stelle nicht denkt, aber man kann durchaus große Mengen von Daten exfiltrieren, ohne dass man es jetzt unbedingt signifikant in der Internetgeschwindigkeit oder sowas merkt. Und das Thema Special Ops, Sie können auch sagen, wir haben ja ein bestimmtes Headset, ein bestimmtes Bluetooth-Headset im Einsatz, guck doch mal, ob man das abhören kann zum Beispiel. Also so kleine Tasks letzten Endes, können Sie es auch beauftragen. Wenn ich mit Unternehmen spreche, dann höre ich oft das Argument, ja, also wir sind da kein Ziel für solche Attacken. Wir haben keine Patente, wir haben diese klassischen Geheimnisse für die Spione, haben wir nicht. Dann sage ich, ja, Moment mal, warum gehst du von Spionen aus? Ja, was ist denn mit den normalen Cyberkriminellen? Also, ja, aber die machen doch so einen Angriff nicht. Doch, machen sie. Die Frage, die Sie stellen müssen, haben Sie Mitarbeiter? Wenn die Antwort ja ist, dann können Sie fragen, zahlen Sie diesen Mitarbeitern auch Gehalt? Ich hoffe, dass die Antwort darauf auch ja ist. Dann haben Sie auch ein Firmenkonto, ein Bankkonto und darauf haben es die Angreifer abgesehen. Die wollen gegebenenfalls nicht die Geheimnisse, die wollen gegebenenfalls gar nicht die Kundendaten haben, die wollen letzten Endes vielleicht nur die Kohle haben. Die wollen auf den Rechner, der die Banküberweisung tätigt, und sich da einlisten. Also es kann durchaus sein, dass so eine Attacke sehr zielgerichtet und stattfindet und letzten Endes, geht es letzten Endes nur ums Geld. Also, was ich damit sagen will, jeder ist ein potenzielles Ziel für so eine Attacke. Und Sie sollten das Red Teaming machen, um einfach mal Ihre Security auf den Prüfstand zu stellen und einfach das Risiko besser bewerten können und dann darauf aufbauen, bessere Entscheidungen treffen. In dem Sinne, kommen Sie zu unserem Stand, reden Sie mit uns und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war die ITSA 17 bei Kurs of U Tech. Wer mehr über die ITSA und die Security-Themen wissen möchte, geht einfach auf itsa17.kursofu.com. Ansonsten ein Abo dalassen, schadet natürlich auch nicht. Bis zum nächsten Mal, wir sind hier raus.